Optisch 1 hier aus dem Kicks. Schönen guten Abend. Profi-Halbfinale bei unserem Einzelturnier hier am Samstag. Auf der rechten Seite Michael Prinz hat sich da gerade schon das Band auf die Stürmerreihe gezogen. Und auf der rechten Seite Nele Neumann, die sich aber hier nur einspielt. Denn der Gegner von Michi ist Marc Vermaller. Und die beiden haben sich heute hier bei über 40 Teilnehmern nach 5 Vorrundenspielen unter die ersten 16 gespielt und jetzt bis ins Halbfinale gekämpft. Michi eben Dennis Baum geschlagen und Marc Vermaller, Lars Wegener. Also alles bekannte Gesichter hier aus Hamburg. Und Marc zieht sich hier noch den Handschuh an für seine Pinshot-Abroller-Technik. Hier schießt er sich nochmal ein. Auf diesem Tisch Nummer 1. Also zwei Gewinnsätze werden gespielt. Zwei Gewinnsätze bis 5 Tore. Um dann im Finale auf Mohamed zu stoßen. Also entweder Michi Prinz von den Hinkelsteinchen Hamburg oder Marc Vermaller von der Hamburger Bergliga. Los geht's. Den Münzwurf hat Michi gewonnen. Und er bringt den Ball ins Spiel. Mit dem Chat aus der Mitte. Wird gehalten. Also 51 Teilnehmer hier am heutigen Samstag und Michi Prinz mit der dritten Chance, die Feuer der Reihen, 1:0 Führung. Und nun Marc an der Offensive, verliert den Ball, Michi hat ihn hinten, geht ganz nach hinten, greift ihn auf der 5. Und jetzt wieder im Sturm. Kann hier 2:0 in Führung gehen. Verreist hier aber. Marc versucht auch offensiv gleich das Tor zu setzen hier aus der hinteren Position. Und das gelingt ihm etwas glücklich abgeprallt. 1:1. Und dann heißt es wieder nach vorne spielen für Michi. Der schießt schnell ab. Gehalten. Also das Einzel ist ein anderes Spiel als die Doppeldisziplin. Oh, ein schöner Schuss. Und Michi kann da mit der linken Hand den Ball noch fangen. Und schöner Drücker hier, 2:1. Jetzt bleibt der Ball da hängen. Da ist er wieder und Marc setzt das Spiel fort aus der Mitte. Man sieht es, Michi mit beiden Händen hinten an den Abwehrreihen. Und dann mit der rechten Hand versucht er da die Mitte zu bewegen zum Blocken. Das ist erfolgreich. Und spielt hier sicher durch die Mitte, durchs Feld. Und wieder kein richtiger Schuss aufs Tor und verhängt ihn aber wieder mit der linken Hand, mit dem Torwart. Kurz vor der Linie kratzt er ihn da weg. Jetzt geht er wieder nach hinten. Gerade war er davon da erfolgreich. Marc hat jetzt mal auf der 2 und versucht nach vorne zu passen. Das gelingt ihm. Der Ball bleibt auf der 5 liegen. Und das war ein Einwandpass. Deswegen bekommt Michi den Ball auf die 5. Und schießt ihn dann hier rechts rein. 3:1 Führung. Marc noch nicht ganz so im Spiel drin. Schöner Pass jetzt an die Bande. Verschießt er ihn. Michi jetzt
hat den Ball hinten und versucht wieder zu schießen. Drücker wird diesmal geblockt von Marc. Auf den ist er jetzt gespannt und da kommt er doch noch vorbei. 4:1. Also bei Michi Prinz läuft das. Und Marc Wamala muss jetzt treffen. Abroller aus der Mitte, der Kurbler ist geblockt. Und Michi mit dem nächsten Drücker. 5:1. Also das war eine eindeutige Angelegenheit hier. Beide spielen auch sofort weiter, den zweiten Satz. Und den habe ich selber nicht gesehen. Da schießt Marc und der fällt irgendwie bei Michi, bei Marc rein. 1:0 Führung. Und das nächste Drückertor, da müsste sich Marc jetzt mal umstellen. Michi kommt da immer wieder vorbei. Und das war sein viertes Tor jetzt von hinten. 2:0 Führung. Jetzt kann Marc den Ball da nicht greifen und wieder Ballbesitz für Michi. Da wird bestimmt wieder ein Drücker kommen. Geblockt und glücklich auf die 5. Und Michi Prinz ist hier in der Vorwärtsbewegung. Spielt hier flott, versucht jetzt gerade da durchzuschießen. Und jetzt Marc. Jetzt muss er mal von hinten antworten. Findet er da die Lücke? Wird geblockt und Michi mit der nächsten Chance schießt wieder schnell. Hat den Ball aber noch auf seiner Mittelreihe. Wieder Mittelauflage. Chat. Marc bewegt sich da gut hin und her. Und jetzt findet Michi dann die obere linke Ecke. 3:0 auch. Wieder komfortable Führung in diesem zweiten Satz. Also, dass das dann so deutlich wird, das hätte ich nicht gedacht. Aber das waren auch diese 4 Drücker, die Marc jetzt zum ersten Mal defensiv hier blockt. Jetzt hat er ihn auf der 3. Bleibt da hängen und verliert den Ball. Michi wieder in Ballbesitz, kommt durchs Feld durch. Und ich schätze, es kommt wieder ein relativ schneller Schuss. Lässt sich jetzt doch mehr Zeit. Und geht dann explosiv in die obere Ecke. 4:0. Also wenn es bei Michi läuft, dann läuft es richtig. Und bei Marc läuft es nicht so richtig. Er kam hier nicht gut ins Spiel rein. Und jetzt natürlich mit 1:0 Satzrückstand, 4:0 Torrückstand wird das schwierig. Und da schießt er in sich selber rein. Okay, das war eine klare Angelegenheit. Wir sehen gleich das Finale bei diesem Samstag-Einzel.